Hast du mal lieber nur gedacht, dass die oft ganz komische Kombinationen, die sehr schädlich können, sind? Zum Beispiel, wenn jemand Drogen braucht in eine Waffe haft. Drogen in Waffe ist eine schlechte Kombination, wenn es dir nicht berechenbar ist. Oder zum Beispiel jemand, der ziemlich dummkoppig ist und aber viel Macht hat. Aus politischer Macht, ökonomischer Macht, eine Gesellschaft Macht, eine Familie Macht. Das ist eine gefährliche Kombination, wenn das nicht sehr gut funktioniert, aber sehr viel Macht hat. Eine andere schlechte Kombination ist, wenn jemand sehr stolz ist und viel Geld hat. Das ist eine schlechte Kombination. Oder eine andere schlechte Kombination ist zum Beispiel höchst und deichvoll. Das ist auch nicht eine sehr gute Kombination, wenn das beides täglich ist. So, das bringt uns wohl einen schlechten Geruch an jeden Hand. Nicht bloß das letzte, sondern der erste Tag. Einzig steht erst der schlechte Geruch, nicht bloß, wenn es jemand deichvoll gehört hat, sondern der schlechte Geruch ist, wenn es jemand sehr stolz ist. Stolze Menschen stinken in ihrem Hortwirken. Da sage ich, das geht nicht schön mit diesem Welleck nicht zu tun, mit diesem Welleck nicht taub sein. Wenn es, das geht nicht schön mit denen. Oder pass ab für den, wenn es, der ist nicht berechenbar, der hat viel Macht, der hat viel Kraft. Oder dort ist ein ganz wichtiger Mann, eine ganz wichtige Früh. Damit abpassen, wenn es der nicht gut überleiht, das schaut er nicht richtig. Das ist eine schlechte Kombination, das funktioniert nicht gut bei dir. So, den Charakter zu bilden, dort ein sinnhaft, wie eine Herausforderung einer biblischen Zeit. Zum Beispiel in Sprüche Kapitel 25, in der Bibel, Sprüche Kapitel 24, 28, sagt es, ein Mann ohne Selbstbeherrschung, es ist eine offene Stadt ohne eine Mühe. Ein Mann ohne Selbstbeherrschung. Männer, wird er die Tung nicht heilig kennen, wird er den Charakter nicht heilig kennen, wird er die Fäule nicht heilig kennen, der Früse, wird er die Tung nicht abpassen kennen, wird die Fäule nicht abpassen kennen. Dort ist es eine Stadt, wo keine Grenze auf so, hier ist der Taubert, hier geht das. Da kann ein jeder nennen kommen, alle Feu, alle Tiere, alle Schlangen, alle schlechte Menschen, alle Banditen, an den Klacken tiet in dann in von dur wo die Welt. Einzige Hand, er hat keine Mühe. Die Leute an ihrem Facebook, an alle Wege, alles deich, die Leute X-Wort nennen kommen, X-Wort rüttkommen, und nicht einmal auf eine rechte Ort und Wies. Und so fängt dann an jeden Amt zu stinken. Was ist das im Bereich von Selbstbeherrschung? Wenn ein einzelner Bereich nicht die Selbstbeherrschung hat, Jesus möchte geben. Wenn es dort an seinen Geist beherrsche, nicht alles an uns ist, dann brauche ich einen Geist, der stärker ist. Und Gott hat den Heiligen Geist geschickt, dass er in uns wirken will, dass wir können einfach dort aus einer Mühe am Hans, das Schlechte wollte ich nicht tun. Diese Kombination wollte ich nicht tun. Ich wollte abpassen, dass meine Hände, meine Gedanken, meine Gefühle so sind, dass die Menschen kennen, dort funktioniert das Schein, wenn die kommen. Er sagt, die sich nicht so, als wäre dem Uthöhle. Wer ist das, wenn die Menschen designen? Wenn die nicht Kinder designen, in ein Haus kommen? Wenn die Partner designen, kommen? Wenn die auf der Arbeit stehen, designen, kommen? Schon, dass die gekommen ist, ist es Schein, dass die gekommen bist. Und dann reagieren die Menschen. Menschen mit Selbstbeherrschung sind Menschen, die geläuft sind. Aber jetzt nicht bloß von Menschen geläuft sind, sondern allem, dass Gott kann Beherrscher sein über die in der Welt, die diese Selbstbeherrschung geben. Dass du kannst sagen, hier ist eine Mühe. Und wir wollen kontrollieren, was du nennst jetzt in dieser Stadt, in diesem Ort. Und Gott wird der Wächter sein, wenn ich sage, immer wieder noch früher war.